Hallo meine lieben Rollenspielfreunde da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Ritteroffel hier in Mount & Blade 2 Bannerlord. Ich bin immer noch dabei, hier ja, Truppen zusammen zu klabastern, wobei ich auch nach wie vor hier die Truppen, die sich mir anschließen wollen, hier so nach und nach in meine Einheit aufnehme. Denn wir haben beim letzten Mal eine ziemlich lächerliche Situation erlebt, aber egal. Sie ist vorbei und damit sind wir glücklich. Ich will jetzt hier. Oh, warte mal, ich kann schon wieder einen anheuern. Ich muss jetzt auch mal gucken, wo meine potenziell zukünftig angetraute Ehefrau sich befindet. Die Alice. So, genau, wo ist sie denn gerade eben? Ah, die ist gerade eben zu Hause in Tavernal Castle. Talviel Castle ist vom Feind erobert. Das finde ich äußerst ungeil. Rache! Den Typen klatsche ich weg! Aus Prinzip! Ist der schnell. Also ich bin ein bisschen schneller als er, aber auch nur ein bisschen. Wir sind mal wieder hier in Jakula angelandet. Boah, dich krieg ich, Junge. Dich krieg ich. So, hab ich dich. Dich und deinen Scheißverein. Okay. Gib auf oder kämpfe. Er entscheidet sich fürs Kämpfen. Na dann, aufs Maul. Das kann ja wohl echt nicht angehen, ey. Wir haben tatsächlich die Heimat meiner geliebten potenziell Angetrauten hier eingenommen. So. Schöne Landschaft hier, muss man echt mal sagen. Drück jetzt hier mal vor mit den Leuten. Denn ich sehe momentan noch nichts. Was jetzt hier potenziell auf uns zukommt. Stehen die denn? Da stehen die. Ah, okay, ich knall sie gerade eben schon weg. So, geht mal näher ran. Da sind sie. Dann stellen wir uns mal dahin. Fliehen die schon? Die fliehen schon, okay. Dann können wir jetzt mal ran. Ah, nee, doch nicht. Stopp, 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 stopp. Wow, jetzt geht's doch los. Infantry! Everyone, charge! Jetzt geht's doch los. Von allen Seiten rein. Boah, wie die alle umfallen, ey. Das ging schnell. Ach komm, also ohne Speer treffe ich ja gar nichts. Hä? Da ist einer. So. Lanze anlegen. Die hatten mal original gar keine Chance. Aber. Das war auch irgendwie zu erwarten, wenn man bedenkt, wie wenig die waren, ne? So. Erwischt. Und jetzt gibt es noch irgendwo da hinten einen. Ja, mit den 40 Mann machst du halt nichts. Und meine Armbrustschützen sind inzwischen so tödlich. Ist halt echt heftig, was die halt an Schaden machen, ne? Da ist er. Ah, daneben! Daneben! Okay, er hat ihn gekriegt, gut.
Gab sogar einiges noch an Influence und Renown. Ja, du bist mein Gefangener. Komm in meine Arme, du kleiner Schuft. Level up, noch mehr Hardened Crossbowman, noch mehr Sharpshooter, noch mehr Skirmisher, Footman, kann man mal den Speerpfad nehmen. Oh, der Champion bekommt auch ein Level up. So, dann jede Menge Zeug. Angeblich ist der eine Typ ja immer noch in Jakula, ne? dieses Lügenkonstrukt. Oh, warte mal, da drüben wird geplündert. Ich möchte mal wissen, ob ich da eingreife. Ah, warte mal, ich kann den Jakulan aber erstmal ein paar Typen noch loswerden. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Soldier. Scolder Recruit. Aha. Okay. 4, 2, 3. Was auch immer. Ja, ich hau die raus. Dann bessere Einheit zu sein. Ich will auch die Looter nicht behalten. Imperial Recruit behalte ich hier nochmal. Ihn verticke ich. Und euch behalte ich nochmal. So, Moment, dann gucke ich nochmal ganz kurz in den Trade. Denn ich muss hier erstmal wieder einige Sachen definieren, die ich definitiv behalten möchte. Meine ganzen Fressalien zum Beispiel. Ist da irgendwas Brauchbares bei? Sieht momentan nicht so aus. Nee. Nee, überhaupt nichts. Okay, hau weg mit. Haben die noch Truppen? Keine brauchbaren. Aber warte mal, wie viel Männer kann ich jetzt halten? 112! Hat sich's doch gelohnt, dass ich das gelevelt habe, oder? Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder bei 110 Mann und ich möchte gucken, warum das da drüben brennt. Ist das eine feindliche Armee oder ist die schon weg? Die ist schon weg. Das Mädel immer noch in der Festung? Das ist eine Tragik, wenn die da immer noch ist. Last seen at Talviel Castle. Heute. Das erzählt mir nicht, dass sie da immer noch wohnt. Oh, da findet was statt. Ah, das Castle wurde genommen. Ach, schade, da war ich leider nicht mit rechtzeitig dabei. Aber es wird darum gewählt, wer es bekommt. 125 Gedöns. Ey, ohne Witz, ich klabaster das rein. Aber warte mal, halt eine Sekunde. Ich speichere vorher nochmal. Save as. Ich mache jetzt inzwischen Nummern, weil es mir zu blöd wird. So. Hier jetzt mal einen Namen einfallen zu lassen. Ich will wissen, ob ich das kriegen kann. Kingdom? Genau. Ich will es haben. 50-50, der oder der. What? Das ist doch wohl der blanke Witz. Sorry, Dinge, die ich nicht akzeptiere. Ich will das haben. Aus Prinzip. Mir steht es zu, denn meine holde Maid, die ich gedenke zu ehelichen, wohnt da schließlich. Und deswegen bin ich der Meinung, sollte ich der Eigentümer von diesem Anwesen sein. Yes! Das müssen sie aber irgendwann mal nochmal ändern, ne? Sondern zumindest im Multiplayer wird es wahrscheinlich nicht mehr so ohne weiteres möglich sein. So, auf jeden Fall gehört mir jetzt hier Talviel Castle. So, dann schauen wir uns mal Talviel Castle mal an. Hallöchen, Belgier. Danke, dass du für mich meine Heimat hier erobert hast. Ja, sie wohnt sogar hier. Hi, du. Taok. Dann rede ich mal ganz schnell mit dir. Ritter Roffel, schön, dich zu sehen. Ja, du bist da, wo ich wohne, Mädel. Wir sollten mal über unsere Zukunft sprechen. Ja, ich habe auch schon darüber nachgedacht, meint sie. I insist that my husband conduct himself according to the high standards. Also sie besteht darauf, dass ihr Mann den höchsten Standards folgt. I am a man of my word. Also ich bin ein Mann, der so seinem Wort steht, bla bla bla. Das hat geklappt, sehr gut.
Dann, das freut sie zu hören. I am just not, how can I say this? I am not attracted to you. Okay, sie findet mich nicht geil. Love is but an infatuation. Judge me by my character. Nimm mich bei meinem Charakter. Oh, sie ist nicht oberflächlich. Gut. Sie kann mich also vom Charakter her auch lieben. I think you should try to win my family's approval. I can only hope that if they come to know my loyalty, they will accept me. Ha, es hat funktioniert. Yes, 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 yes. Okay. Und sie freut sich ebenfalls, das zu hören. Yes, I think I would be honored to accept your proposal. Dathert, a head of our family need to give his blessing. There are usually financial arrangements to be made. Okay. Ich muss also jetzt zum Kopf ihrer, also ich muss zum König. Oder wie? Ist das jetzt die Sache? Ich muss zum König? Manage erstmal Castle. Oh Gott, das Ding muss ausgebaut werden. Und zwar Hardcore. Das Ding muss Hardcore ausgebaut werden. Das Ding hat ja noch gar keine Verteidigungsanlagen. Ich brauche einen Governor für das Teil. Ich nehme Miloch den Fisch. Wenn das hier fertig ist. Training Fields. Ja, machen wir die Training Fields. Okay, und danach sehen wir weiter. Gut, dann. Jetzt muss ich gerade immer mal in meinen Clan hineinschauen. Er wird jetzt hier mein Surgeon, weil Miloch der Fisch war das ja davor, aber das bringt mir jetzt nichts mehr. Okay. Dann. Ja, das sind meine anderen Partys hier. Oh, ich habe 61 Mann hier nur. Das ist echt nicht viel. Miloch ist es auch da. Sind sie gehört hier? Ich muss gerade mal gucken. Also jetzt muss ich gucken, wo Derthard ist. Bei Jakulan war der zuletzt gesehen worden. Okay, das ist sehr, sehr praktisch. Wobei, nee, das ist überhaupt nicht praktisch. Wir alle wissen, Jakulan ist eine Lüge. Jakulan gibt es nicht wirklich. Niemand, der jemals in Jakulan gewesen ist, wurde dort je gesehen. Zumindest nach meiner persönlichen Einschätzung. So. Okay, ich mache inzwischen jetzt eine perverse Menge an Geld. Jetzt gucke ich gerade eben nochmal, ob der König nochmal irgendwo hier ist. Er ist vor einem Tag bei Jakulan gesehen worden. Also er ist nicht mehr hier, aber er war hier. Muss ich halt gucken, wo der sich rumtreibt. Der Servik hat eine Armee gemacht. Der König immer noch bei Jakulan. Vor 2 Tagen wurde er bei Jakulan gesehen. Tja, ich habe keine neueren Informationen. Der König vielleicht hier drin? Da ist er! Er kämpft da gerade eben. Hallöchen, mein König! Ich habe da was zu besprechen! Ja, Ritter Roffel, es ist eine Zeit lang her. So, um was geht es? Ich möchte über die Hochzeit mit Alice sprechen. Alles klar, dann. Aha. Okay, jetzt weiß ich, was er damit gemeint hat. Das ist eine finanzielle Angelegenheit. Ah lol, das ist gar nicht so teuer. Guck mal, wie viel ich da reinklabastern muss. Aha. Das auch irgendwie zahlenmäßig schreiben. Ist das krass? Kann ich das irgendwie plus oder minus? Nein, geht alles nicht. Bild rauf, Bild ab geht auch nicht. 4000 ist zu wenig. 5000. 6000. Ja, 7400 passt. Ja dann. Yes! Ritter Roffel hat geheiratet. Barter Offer is accepted. Splendid. Let us conduct the ceremony then. Was passiert jetzt? Das war's. Ich bin verheiratet. Cool. Da freuen sich auch die Sea Raider und wollen direkt mein nobles Team joinen. Moment, heißt das jetzt, wo ist denn jetzt meine Frau? Die ist also. Ah, die ist jetzt ein Sargot.
Sie ist also tatsächlich Teil meiner Familie geworden. Kann ich irgendwie zu ihr gehen? Das ist das erste Mal, dass ich einen zweiten Hauptcharakter habe. Okay. In Sargot. Wo war nochmal Sargot? Noch eine größere Stadt. Da ist sie. Ja, die ist gerade eben hier da drüben. Jetzt gucke ich mal, ob ich sie hier treffen kann. Die ist in Sargot? Hä? Ich dachte, die wären Sargot. Staying in Sargot. Spouse, also meine Ehefrau, last seen in Sargot today. Also ist sie schon weg oder was? Also sie ist auf jeden Fall nicht mehr hier. Derthad ist hier. Mein König ist hier. Wo ist meine Frau? Where is my wife? Ah, okay, jetzt sehe ich, was sie kann. Sie ist verdammt gut im Handeln. Uiuiui, und Charmen. Die Dame habe ich bezirzt. Ich bin überrascht, dass das geklappt hat. Muss ich nochmal gucken, ob ich die nicht doch noch irgendwie erwische. Nee. Okay. Ich bin gerade eben echt irritiert, wo die sich jetzt rumtreibt, die Gute. Denn ich finde sie gerade eben nicht. Sie soll angeblich jetzt zuletzt hier gewesen sein. Mit Party. Ah, da will sich wieder einer anschließen. Der Recruit hier. Bin ich okay? Was ist da los? Wieder einer ein Level Up. Moment. Hä? Der, genau hier. Der ist jetzt im Scouting besser geworden. Gut. Navigator increases movement speed by 1%. Das ist okay. Hier habe ich nix. Auch nix. Hier muss was sein. Ah, bei mir selber, Stuart. Ich kann jetzt also entweder Your settlement's prosperity grow as quadruple as normal rate while you are waiting there. Also wenn ich da bin, wächst es viermal so schnell. Less influence needed to summon vessels for war. Aha, auch nicht schlecht. Den Warmonger-Perk, ohne Witz. Kommt mir sinnvoller vor. Trotzdem weiß ich immer noch nicht, wo meine Frau es sich rumtreibt. Ah, jetzt ist sie wieder in Talviel Castle. Okay. Jetzt gehe ich doch mal zu der. Nein! Wird belagert. Aha. Und schon haben sie keinen Bock mehr. Belagerung weg. Okay, ich rede mal ganz kurz mit dir. Ich kann sie in meine Party nehmen. Aber erstmal rede ich mit ihr. So, Ritter Roffel. Ja, es ist eine Weile her. About your position in the clan. There's something I'd like to discuss. Möchtest du, dass du meiner Party beitrittst? Okay, jetzt ist sie Teil meiner Party. Wird sie halt ein bisschen ausgebildet, ein bisschen ausgestattet, ne? Die Dame bekommt nur das Beste. Muss ich gerade mal gucken. Ah, meine Truppe kann auch genau 113 Mann gerade eben fassen. Das ist natürlich ideal. Wo ist sie denn? Sie ist hier ganz unten. Jetzt muss ich mal gucken, was sie für eine Ausstattung hat. Das ist natürlich auch nicht unwichtig. Hallo Schätzchen. Oh. Die Dame ist tough ausgestattet. Hello. Sweetheart. Scheint Vorteile zu haben, wenn dein Papa der König ist, oder?
Oh, die ist mir total über. Oh, fuck my life. Ja, das ist krass. Vor allem, warte mal, wenn man bedenkt, dass sie, glaube ich, selber das eigentlich alles. Wo ist sie denn? Alice, ja, hier. Sie kann eigentlich diese Waffen teilweise noch gar nicht benutzen. Sie kann zwar geil reiten, aber die Waffen kann sie nicht benutzen. Sie ist gut im Steward. Sie ist gut im Charmen. Verdammt gut im Charmen. Barter Penalty. Renown for each issue. 10% better chance of double persuasion success. Increases relationship gain with some gender. Aha. 30% chance to negotiate relationship penalty from kingdom decisions. Okay. Ich frage mich ja gerade eben echt, ob die das für mich einsetzt. Ich weiß nicht, ob die das für mich einsetzt. Ich hoffe es doch sehr. Also ich wollte ja nicht gerade eben eine geile Ausstattung kaufen, aber ich glaube, das ist völlig unnötig. Ich will mal gerade nochmal Manage Castle machen. Ja, die bauen das jetzt hier immer noch. Hab ich nicht gesagt, dass der Miloch der Fisch das machen soll? Dachte ich, hätte es ihm gesagt. So, wer ist das? Das ist die Party von Ingalther. Oh, da kommen wir jetzt aber ganz schön hier zu was zusammen. Wir haben 244 Infanterie. Brauchen ein paar Männer mehr, um die zu stellen. Ja. Wer zieht jetzt hier Leine? Naja, Hauptsache, warte mal. Ich guck mal, ob ich das jetzt hier einfach mal aussitzen kann, ganz, ganz kurz. Ich habe jetzt hier wieder Männer, die sich mir anschließen wollen. Jawohl. Ja, ich weiß, dass ich jetzt hier drüber bin, aber das macht nichts. Ich kann ja die Garrison managen. Und eine Einheit ist hier in die Garrison. Sag mal, ich kann auch. Ne, Helden kann man nicht reintun. Den Sea Raider packe ich hier noch mit rein. Dann. Wie lange dauert das jetzt hier? 39%. Okay, also ich warte jetzt einfach mal hier ein bisschen. Talviel ist under attack. Na, da schaue ich doch glatt mal vorbei. Eine Armee von Batania. Ah, oh, da ist die Dingens Armee. Sehr geil. Ha, euch stellen wir! Wir helfen denen. Selbstverfreilich. Attacke. Okay, Männer. Folgt mir. So, mein edles Weib und Gerecken und Gefährten. Folget mir auf Schritt und Tritt. Dann werden wir schon siegen. Hoffe ich zumindest mal. Da kommt momentan noch nichts an. Ich versuche jetzt erstmal die Infanterie von mir hier auf eine erhöhte Position zu bringen. Dass sie hier vielleicht runterballern können auf den Feind. Das wäre jetzt mir gerade eben das Allerliebste. Sind immer noch 200 Meter weit weg. Krass. Ja, der Feind erwartet uns. Er hat keinen Bock, so wie es aussieht. Der hat keinen Bock. Ich versuche meine Kräfte natürlich zu schonen. Da ist sie. Ha! Ich bin total auf eine seltsame Art erregt. Okay, Männer. Fernkämpfer hierhin. Infanterie dahin. Ich habe noch gar nicht alle meine Männer jetzt hier am Start übrigens. Weil ich es gar nicht kann. Es geht los. Es geht los. Boah, ey, das kann doch nicht angehen. Das kann doch echt nicht angehen, wie die mich hier gleich wieder treffen. So, schnappt sie euch.
Okay, einen habe ich erwischt. Wow, fuck! Die sind ja direkt gespawnt. Ja, ist klar. Und wieder einmal kollidiert man mit einem Verbündeten. Den da hole ich mir. Oh! Boah! Ich weiß nicht, wo die Verstärkungen daherkommen. Aber ich find's nicht gut. Ah, shit. Ah, wieder nicht erwischt, shit. Teilweise echt schwer. Ich glaube, der Feind flieht jetzt langsam. Aber ich werde keine Gnade walten lassen. Nicht nachdem sie mein eigenes Dorf jetzt hier gerade eben geplündert haben. Komm her. Gekillt. Ebenfalls gekillt. Viele sind nicht mehr übrig. Da ist noch einer. Und da geht er down. So, das war einer der letzten, die noch gekämpft haben, aber es müssen immer noch welche kämpfen. Da drüben rennt noch einer. Ne, jetzt kämpfen sie nicht mehr. Sehr gut. Das hört man halt immer so schön, wenn die Musik sich ändert. Nice. Hat's fast geschafft gehabt, der arme Tropf. Da muss noch irgendwas sein. Bin ich gespannt, ob ich den noch krieg. Nö. Wir haben gewonnen. Ich habe 5 Mann verloren, das ist okay. So, da freut sich doch der Selvig, dass wir gekommen sind. Und ja, er ist jetzt mein Gefangener. Das hat er jetzt davon. So, ja, natürlich nicht. Oh Gott, wie geil, Level Ups. Level Ups, Level Ups. Spearman. Recruits. Boah, das sind 18 Level-Ups für die Rekruten. Das hat sich richtig gelohnt. Nice. Sehr, sehr gut. Die wollen sich auch mir anschließen. Ich nehme einfach alles. Ich weiß, dass ich jetzt hier zu viel habe. Aber es sind nur wenig zu viel. Ich kann noch mehr Männer jetzt tatsächlich haben. Geil. Und immer was Geiles dabei. Nein. Aber wir haben es geschafft und wir haben das Schlimmste jetzt hier verhindert, die Plünderung einer unserer Städte. So, warte mal, jetzt will ich erstmal ganz, ganz kurz erstmal wieder nach Hause gehen und Leute hier einbunkern. Ja, ein Trupp hat sich jetzt hier von mir verpieselt. Ist aber egal. Ich frage mich jetzt gerade eben echt noch, wie lange dieser Krieg noch dauern wird. Manage Garrison. Ich habe immer noch 2 Mann zu viel. Das heißt, dass ich mal... Gott, den hau ich denn raus. Den da hau ich raus. Und ich hau... Ja, den da raus. Der levelt ja eh nicht mehr. So. Geschafft. Manage Castle. Ist bei 59%. Wird sich also weiterentwickeln. Ja, wenn die das jetzt hier schon bauen, dann sollen die alles bauen. Ohne Witz. Seht zu, dass ihr hier Dinge baut. Danach könnt ihr Train Militia machen. Ich muss halt später nochmal vorbeikommen. Okay. Boah, ist auch noch ein mega fettes Castle. Aber jetzt habe ich jetzt 2 Festungen, die mein sind. Und das gefällt mir mega gut. Muss ich bloß erstmal wieder irgendwo hinkommen. Aber das machen wir beim nächsten Mal, liebe Leute. Talviel ist schon wieder under attack. Ihr wollt mich doch verarschen. Okay, Leute, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Macht's gut, schöne Zeit, ne? Wer ist denn das? Oh. Der war das wohl. Ich guck mal, ob ich den kriege, ne? Haut rein, liebe Leute. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und ade.